über den Augenblick ist fast dort. Ja, muss er mit in der zweiten Runde mitlaufen. Was hat niemand von für einen... Wir machen welche wie vor. Was? Wir drehen wieder unten auf der Ruhe. Micke, wollen wir die unten? Herrschaft des Volksbelehrungsministeriums beglückt. Das Volkskunstkollektiv Die drei Affen hat den Aufruf vernommen und versteht es als imperiales Glück, sich an dieser Aktion zum Wohle unserer Führung sowie im Kampf für Frieden und Kapitalismus beteiligen zu dürfen. Das Ziel heißt Globalisierung. Wir haben verstanden, wir folgen. Das hätte jetzt auch von der Partei kommen können, oder? Und die Partei. Hätte, aber, ja. Aber so ein Einsatz, an welchen Charakter dann das hat, was sie aufbauen werden. Oder? Na, den Charakter hat es, dass wir das sehr begrüßen, dass auch diesmal wieder der Fokus alleinig auf das Ergebnis der erfolgreichen Demokratisierung leistungsfauler Schwellenländer gelegt wird. Krieg ist Frieden und da erübrigt sich selbstverständlich die Frage nach dem Wer und nach dem Warum. Völlig überflüssig und eigentlich gar nicht der Rede wert, die Frage nach dem Gewinn, denn wir alle wissen, wie glücklich die Ankommenden sind, nun unter unserer Aufsicht auf einem saftigen Fleckenland zu arbeiten. Massenvernichtungswaffen, Uranmunitionsmüll, Chemiewaffenreste, das ist doch alles überhaupt kein Vergleich mit den ihrer alten vertrockneten Heimat voller diesem Unrat zu dem, was sie hier bekommen. Und drei Hochhäuser kriegen die da eh nicht und mit dem ganzen Sand gebaut. Von daher finden wir es toll, dass die staatlich geförderten Organisationen ihrer Verantwortung gerecht werden und helfen, eine sichere Vertreibung als solch trostloser Heimat zu gewährleisten. Das war schon. Sag doch mal was. Die Bananenpresse, die neueste Ausgabe. So, die
Bananenpresse, die neueste Ausgabe im Kampf für Frieden und Kapitalismus. Das Ziel heißt Globalisierung. Wir haben verstanden, wir folgen. So, der Herr Oberlehrer, hast du nicht mehr zu suchen? Ja. Wollen wir mal eine Vorlesung über Meinungsfreiheit machen? Ja. Ja. Dann machen wir mal eine Vorlesung über Meinungsfreiheit. Also, Meinungsfreiheit ist das, was wir in Deutschland haben. Meinungsfreiheit ist nicht, dass jeder sagt, was er denkt. Da könnte ja jeder denken, was er sagt. Nein, das geht gar nicht. Meinungsfreiheit ist das, was Mutti und Maas und Gabriel und Schulz und Kipping und Eckhard Göring, das war was anderes. Also, weil die das so sagen und weil ich euch das so sage. Jawohl, Herr Oberlehrer. Meinungsfreiheit ist nicht, all das, was eben nicht in Bild und Spiegel und Welt und Morgenpost und Taz steht. Warum? Ist doch klar. Weil Nachrichten eben bedeuten, ihr habt euch danach zu richten. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Und merkt euch eins. 1 + 1 plus Mutti Merkel plus Maas ist gleich Meinungsfreiheit. Denn ihr wisst ja, die Partei, die hat immer recht. So. Bis zur nächsten Lektion, meine lieben Freunde. Und schön lernen, 1 + 1 plus Mutti Merkel plus Maas. Das ist Meinungsfreiheit. Jawohl. Merken wir uns, Herr Oberlehrer. Stellen wir ein. So. Die Bananenpresse. Noch ein paar wenige Ausgaben. Kostenfrei. Ach, da ist der Ober zum Freund. Guck mal, da hinten steht er. Gut. Eine Mütze. Da. Da werden sie nur schief angeguckt. Bananenpresse. Komm doch richtig ran. Sie wollten vorhin genau. Komm. Kannst du wieder ein bisschen was twittern? Na? Wir sehen uns so oder so vorgerecht, mein lieber Freund. Ist das jetzt auch das Oberlehrer-Ding gewesen? Du bist doch gesetzt. Also, damit wir hier noch ein bisschen besser sind. Mit Sicherheit gut ankommen. Es gibt ja nun einige Leute, die es ablehnen, unsere Publikation in Betracht zu nehmen. Deswegen werden wir das hier nochmal verkünden. Also, ich zitiere: Die Bananenpresse, das einzig wahre Zentralorgan seit 1984. Ausgabe September 2017. Thema: Mit Sicherheit gut ankommen oder Vertreibung sicher gestalten. Heute werden die Dresdner endlich mit einem weiteren Kunstobjekt unter Schirmherrschaft des Volksbelehrungsministeriums beglückt. FKK, das Volkskunstkollektiv Die drei Affen, hat den Aufruf vernommen und versteht es als imperiales Glück, sich an dieser Kunstaktion zum Wohle unserer Führung sowie im Kampf für Frieden und Kapitalismus beteiligen zu dürfen. Das Ziel heißt Globalisierung. Wir haben verstanden, wir folgen. Wir begrüßen sehr, dass auch diesmal wieder der Fokus alleinig auf das Ergebnis der erfolgreichen Demokratisierung leistungsfauler Schwellenländer gelegt wird. Krieg ist Frieden. Und da erübrigt sich selbstverständlich die Frage nach dem Wer und dem Warum. Völlig überflüssig und eigentlich gar nicht der Rede wert, die Frage nach dem Gewinn. Denn wir alle wissen, wie glücklich die Ankommenden sind, nun unter unserer Aufsicht auf einem saftigen Flecken Land zu arbeiten. Gar kein Vergleich mit der alten, vertrockneten Heimat voller Uranmunitionsmüll, Chemiewaffenresten, Massenvernichtungswaffen und verrosteten Brutkästen. Drei Hochhäuser kriegen die da eh nicht mit dem ganzen Sand gebaut. Wir finden es toll, dass die staatlich geförderten Organisationen ihrer Verantwortung gerecht werden
und helfen, eine sichere Vertreibung aus solch trostloser Heimat zu gewährleisten. Man könnte dies auch als sicheres Ankommen proklamieren, aber dies wäre zu offensichtliche Propaganda. Nein, die subtilen Berichte aus unserem Staatsfunk, ja lückenlose Presse und ein maßvoll zensiertes Neulandnetz finden genau die wohlfühlendsten Worte. Berichte über Friedensdemonstrationen irritieren nur unsere ideologisch gefestigte Bevölkerung. Sie zu verschweigen und stattdessen intensiv über Willkommensfeste zu berichten, wieder und wieder macht unsere Wahrheit letztendlich zur gesetzmäßigen Gewissheit. Und natürlich hat unser rentabilitätsoptimiertes Wirtschaftsministerium, Wahrheitsministerium angeschlossen, mit seiner umfassenden Ausbildung dafür gesorgt, dass keiner der Kunstschaffenden so unwissend oder leichtgläubig wäre, sich für eine irreführende, profitfeindliche Agenda benutzen zu lassen. Auf gar keinen Fall jedoch sollte man den antiimperialistischen Hetzern glauben, welche behaupten, den kunstfördernden Organisationen gehe es hauptsächlich um ihre Köstchen in der Asylindustrie, das Abgreifen staatlicher Fördergelder und ihre allglatte Reputation. Das ist pseudohumanistisch, verlogen und heuchlerisch. Nur Wachstum macht frei. Das sieht man ja. Alles andere ist alternativlos. Das Öl den Oligarchen, das Boot dem Volk. Ein wahrhaft genialer Deal. So, nochmal zum Nachlesen. Okay, so, wollen wir auch eine Vorlesung Demokratie machen? Natürlich. Ja. Liebe Schüler, hört mir bitte zu. Ja. Heute geht es um Demokratie. Demokratie ist, wenn Amt und Mandat miteinander verwoben sind. Demokratie ist nicht, wenn der Pöbel, auch souverän genannt, Macht ausübt. Das ist Anarchie! Bloß nicht das Volk! Bloß nicht das Volk! Demokratie ist, wenn eine Minderheit über die Mehrheit herrscht. Und das ist auch gut so! Jawohl! Das ist keine Krise. Demokratie ist nicht freie Mandate. Gleich gar nicht die Abwesenheit von Fraktionszwang. Und absolut nicht, niemals, die Freiheit von Lobbyinteressen. Merkt euch eines, liebe Schüler. 1+1+ Mutti Merkel, das ist Demokratie. Und denn ihr wisst ja, die Partei, die hat immer Recht. Jawohl, danke. Mutti möchte ihre Stimme. Ja. Ich muss aufhören. Das Klappe geht weg. Das versteht nur der normale Arbeiter.
Hat er den Ball dann gehabt? Wenn wir schon mal hier sind, dann würde ich euch mal einen Kurzabriss über Demokratie geben, damit wir dann auch fein bei euren Eltern erzählen könnt, was ihr in der Schule gelernt habt. Hallo. Demokratie ist, wenn Amt und Mandat miteinander verschmelzen. Demokratie ist nicht, wenn der Pöbel, auch souverän genannt, Macht ausübt. Das ist Anarchie. Nein, bloß keine Anarchie. Sicherheit, Sicherheit, das, was wir schon immer hatten, das wollen wir doch wieder haben. Demokratie ist, wenn eine Minderheit über eine Mehrheit herrscht. Und das ist auch gut so. Demokratie ist nicht freie Mandate, gleich gar nicht die Abwesenheit von Fraktionszwang. Absolut nicht, wirklich absolut nicht, die Freiheit von Lobbyinteressen. Also Kinder, merkt euch eines, erzählt es euren Eltern, schreibt es in eure Hefte rein. 1+1 plus Mutti Merkel, das ist Demokratie. Und ihr wisst ja, die Partei, die hat immer recht. Danke. Wollen wir denn noch ein Kapitel von Meinungsfreiheit machen? Ja, vorne. Vorne. Na gut. Oder auf dem Weg dahin. Meinungsfreiheit. Nico, auf dem Weg. Auf dem Weg. In Bewegung. Bitte. Meinungsfreiheit ist das, was wir in Deutschland. Meinungsfreiheit. Nicht, dass jeder sagt, was er denkt. Da könnte ja jeder denken, was er sagt. Nein, das gilt überhaupt nicht. Meinungsfreiheit ist das, was Mutti und Mars und Gabriel und Scholz und Kipping und Eckhard Göring, Hilfe, die Russen. Ja, also weil die das so sagen, und weil ich das euch so sage, da ist das halt Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist nicht, naja, all das, was eben in der Bild, in der Taz und im Spiegel und dergleichen.